2024 steht in den Startlöchern. Ich bin bereit! Aber was sind meiner Meinung nach die wichtigsten Mods in The Sims 4, die du brauchst? Sei es, ob du schon länger spielst oder gerade erst mit The Sims 4 angefangen hast. Ich zeige dir heute meine Top 10 an Mods, die ich nicht mehr missen möchte und auch so gut wie immer in meinem Spiel habe. Wir sind jetzt mal bei der Familie Delgato. Da werden wir heute alle Mods ausprobieren und ich werde euch versuchen, einen groben Überblick über jeden einzelnen Mod zu geben. So wie ich habe die Mods in verschiedene Bereiche eingeteilt. Sei es den Bereich Cars, Bauen oder auch Gameplay. Fangen wir mit Platz 1 an und dem allerwichtigsten Mod meiner Meinung nach. MC Command Center. Dieser Mod sorgt dafür, dass du wirklich bis ins kleinste Detail dein Sims-Spiel so einstellen kannst, wie du es möchtest. Du kannst den Mod entweder benutzen über deinen Sim, das heißt, du klickst auf ihn drauf und hast dort den Reiter MC Command Center. Und dort kannst du zum Beispiel einstellen, das fand ich immer sehr wichtig bei Sim-Verwaltung, dass du ein Sim umziehen lässt, dass du einen Sim sogar töten oder löschen kannst. Aber was ich zum Beispiel sehr viel nutze, ist, dass ich meinen Sim über diesen Reiter einfach umkleide. Finde ich sehr praktisch, weil dann muss ich, egal in welcher Situation er ist, nicht auf Outfit umziehen und dann muss er aufstehen und sich verändern. Aber du kannst auch einstellen, wie es im Bereich Schwangerschaften ist. Du kannst das Schwangerschaft entschieden oder auch löschen, dass sie gar nicht erst existiert hat und unglaublich viel mehr. Über den Briefkasten kannst du zum Beispiel einstellen, welche Jahreszeit sein soll. Du kannst Cheats löschen, du kannst die Weltzeit ändern, du kannst bei NPCs Dinge ändern oder auch Sims herbeirufen, sowie aber auch alle Bedürfnisse erfüllen. Das heißt, du klickst da drauf und sofort ist bei allen alles im grünen Bereich. Und welchen Reiter es auch noch gibt, ist, wenn du einen Laptop oder PC hast, auf dem kannst du nämlich noch viel mehr einstellen. Also was ich zum Beispiel super, super wichtig finde, ist der Bereich Spiele-Einstellung. Da kannst du zum Beispiel einstellen, wie groß die Haushaltsgröße sein kann. Da kannst du bis zu 104 Sims in deinem Spielstand haben. Oder aber auch, und das war mir besonders wichtig, wenn du auf den Bereich Mitteilung und Konsole gehst und dann auf Einstellungen Konsolenbefehle, kannst du zum Beispiel gewisse Cheats immer aktivieren. Dass du die gar nicht immer erst oben eingeben musst. Dann kannst du zum Beispiel einstellen, dass Cheats immer aktiv sind. Und diese typischen Bau-Cheats, zum Beispiel um den Debug freizuschalten oder andere Dinge, kannst du hier alle aktivieren. Wichtig ist, wenn du diese Dinge aktivierst, kriegst du hier oben eine Benachrichtigung, dass du einmal das Spiel neu starten muss, damit die Sachen funktionieren. Oder welchen Reiter ich auch sehr liebe, um Geschichten zu erzählen. Ich gehe auf einen beliebigen NPC außerhalb und kann dort sagen, Kontrolle auf zum Beispiel mein Sim und kann dann einstellen, dass er freundlich sich bei mir vorstellt oder wenn ich ihn besser kenne, auch alles andere einstellen. Das heißt, ihr habt auch ein bisschen mehr Kontrolle, was für eine Geschichte ihr erzählen wollt. Nice. Der MC Command ist so, so umfangreich, aber er lohnt sich. Er lohnt sich zu 100%, weil ihr damit euer Traumspiel gestalten könnt. Ich habe zu fast jedem Mod, den ich heute vorstelle, auch nochmal ein eigenständiges Video gemacht. Dieses verlinke ich dir hier oben, aber auch unten in der Infobox, wenn du dich intensiver mit einem Mod beschäftigen möchtest und wissen willst, wie er funktioniert. Kommen wir zu Platz Nummer 2, der UI-Cheat-Mod. Dieser Mod ist meiner Meinung nach der absolute Wahnsinn, denn mit einem Klick änderst du alles. Nein, doch. So kannst du zum Beispiel, wenn du hier unten drauf klickst, mit der rechten Maustaste die Jahreszeit ändern. Wenn du in die Zeit klickst, kannst du die Zeit ändern. Du kannst hier mit einem Klick, und zwar mit der linken Maustaste, die Bedürfnisse hoch und runter klicken. Wenn du in den Bereich Beziehung gehst mit dem Rechtsklick, kannst du die Stärke der Beziehungen einstellen. Wenn du einen Job hast, kannst du mit Rechtsklick draufklicken und die Höhe einstellen. Wenn du ein Bestreben hast, kannst du mit Rechtsklick draufklicken und das Bestreben erfüllt sich. Wenn du Fähigkeiten hast, Rechtsklick, Stärke der Fähigkeiten einstellen. Also, du kannst wirklich mit diesem Mod mit
einem Klick, auch hier, die Sachen einfach wegklicken. Alles, was ihr hier habt an Möglichkeiten im Spiel, die euch stören, die ihr verändern wollt, könnt ihr mit einem Klick beheben, besser machen oder für Drama sorgen. Auch dazu gibt es natürlich ein Video, was ich euch verlinke. Platz Nummer 3, der Postplayer-Mod. Wenn du intensive Geschichten erzählen willst, kommst du an dem Postplayer-Mod meiner Meinung nach nicht vorbei. Wenn du ihn richtig runtergeladen hast, dann kannst du im Baumenü den Sims Teleporter Destination finden. Das ist eine Art Ritter. Den platzierst du, wo immer du möchtest, und wenn du auf den klickst, kannst du entweder aus den ganzen Sims-Welten jemanden her teleportieren oder jemanden aus deiner Familie. Wenn du den dann da drauf setzt, kannst du mit dem neuen Reiter Pose by Pack Posen runterladen und du kannst Posen, aber auch Animationen runterladen. So hast du zum Beispiel eine feste Pose, das zeige ich euch jetzt mal hier, oder du hast Animationen und da gibt es so unglaublich viele Animationen. So habt ihr zum Beispiel eine feste Pose. Damit kann dein Sim zum Beispiel ein schönes Bild von deinem Sim machen oder du kannst selber eins machen oder auch schöne Selfies. Oder aber auch, du hast Tanzanimation. Dann läuft diese Animation ab und der Sim führt sie aus immer und immer und immer wieder. Und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Bis du hier unten sie wegklickst. Also auch da kannst du tolle Geschichten erzählen. Oder aber auch, wenn du Posen mit mehreren hast, stellst du sie meistens ineinander und hast dann zum Beispiel auch wunderschöne Tanzanimationen. Auch da kannst du so toll im Internet stöbern und dir da das runterladen, was du gerade für deine Geschichte brauchst. Denn es gibt auch unglaubliche Küssszenen und so viel mehr. Auch zu diesem Mod gibt es natürlich ein eigenständiges Video, wo ich alles genau erkläre, was ich euch verlinke. Platz Nummer 4. Der Control Any Sim Mod. Für mich ein absolutes Must-Have, denn wie oft hat man es, dass man doch irgendeine Geschichte gerade braucht, der NPC nicht so mitmacht, wie man will? Da gibt es eine einfache Lösung. Wenn ihr einen bestimmten NPC haben wollt, klickt ihr auf diesen und geht auf den Bereich Aktionen und habt dort den neuen Reiter Sim steuern. Wenn ich da drauf klicke, wird dieser automatisch in meinem Haushalt hinzugefügt. Ich kann meine Geschichte erzählen und spielen. Und wenn ich diesen Sim nicht mehr brauche, klicke ich auf ihn, wieder auf Aktion und Sim nicht mehr steuern. Das führt dazu, dass der Sim nicht mehr in meinem Haushalt ist, er aber auch wieder in seinen alten Haushalt und in seinen alten Spielstand zurückkehrt und alles so bleibt, wie es vorher war. Ich liebe es. Ich liebe und brauche diesen Mod und möchte ihn nicht mehr missen. Platz Nummer 5. Der More Cars Columns Mod. Der ist mein Must-Have-Mod für den Cars. Denn jetzt hast du nicht mehr 2 Reihen, sondern ich habe es zum Beispiel eingestellt auf 5 Reihen. Somit hast du viel mehr Überblick, kannst viel mehr auf einmal sehen und musst nicht mehr ewig lang scrollen. Das Beste an diesem Mod, je nach Größe deines PC, Laptops oder was auch immer, kannst du zwischen 3 Reihen, 4 Reihen oder auch 5 Reihen entscheiden und so individuell einstellen, wie viel du sehen willst und wie viel du davon brauchst. Platz Nummer 6. Der Expandable Katalog. Einer meiner Mods, ohne die ich im Baumenü nicht überleben kann. Denn dank der Taste 1 klappt sich dein Baumenü aus. Und ich verstehe bis heute nicht, warum wir diese Möglichkeit nicht schon im Spiel haben. Ja, wieso? Denn ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben mittlerweile so unglaublich viele Objekte und Dinge im Sims-Baumenü, dass ich bei diesen 2 Reihen und je nachdem, wie du es ziehst, manchmal siehst du, kannst du auch nur eine Reihe überblicken, nicht mehr klarkomme. Jetzt kann ich dank diesem Mod auf die Taste 1 drücken, dann klappt sich das Baumenü aus. Ich habe viel, viel mehr Überblick über die einzelnen Reihen, kann viel besser alles überblicken und was mir passt. Und wenn ich das nicht mehr brauche, drücke ich wieder auf die 1 und er klappt sich wieder ein. Ich liebe diesen Mod und brauche ihn ganz, ganz dringend. Platz Nummer 7. Der Relationship and Pregnancy Overhaul Mod. Damit kommen wir auch automatisch in den Bereich Gameplay. Denn ja, es gibt viele, viele, viele Gameplay-Mods. Aber für mich persönlich gibt es nur einen Mod, der gefühlt fast alles an Dingen, die uns Menschen auch im realistischen Alltag bewegen, rüberbringt. Dieser Mod
umfasst ganze 19 Module mittlerweile. Und das Beste ist, wenn du gewisse Module im Spiel nicht haben willst, weil sie dich triggern, weil sie dir nicht gefallen oder auch nicht zu dir passen, kannst du sie einfach rauslöschen. So fängt es zum Beispiel an, dass du den Bereich Schwangerschaften und Familienwünsche hast, den Bereich Verhütung und Fruchtbarkeit, den Bereich Geschlechtskrankheiten, Vaterschaftstests, Teenager-Schwangerschaften, Trennung in einer Beziehung, Betrug des Partners, künstliche Befruchtungen, Adoption, wer bekommt das Sorgerecht fürs Kind im Fall von Trennung, Schwangerschaftsabbrüche, Schwangerschaftsprobleme wie zum Beispiel Rückenschmerzen, Krämpfe, Verlust eines Babys, gewisse schwangerschaftstypische Dinge wie, dass dein Sim einen Schwangerschaftslaufstil hat, das kannst du da aber auch ein- und ausschalten, Romanzen und Freundschaften, eine Dating-App, der ganze Bereich Chemie, also worauf steht dein Sim bei anderen Sims, Wuhu-Abenteuer und last but not least das Leben als Erwachsener. Also was ich einfach liebe ist, du kannst diese einzelnen Module dir durchlesen und angucken und sagen, okay, die und die Themen, die kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, die will ich nicht spielen, dann löscht du sie einfach raus aus dem Ordner und musst sie nicht benutzen. Ansonsten findest du den Reiter, wenn du auf den Sim klickst und zum Beispiel auf Beziehung und Familie klickst und dann hast du wirklich hier alles. Dann kannst du zum Beispiel globale Einstellungen machen, das gilt dann für alle Sims. Oder aber auch selber Dinge entscheiden. Wie steht dein Sim dazu, schwanger zu sein? Du kannst es aber auch, und das gibt das Spiel von selber vor, sobald du den aktiviert hast, den Mod, hat er von selber schon eine gewisse Zuneigung oder Abneigung zu Kindern. Und alle anderen auch, also auch dein Partner. Du kannst das aber, wie gesagt, auch über den Reiter ändern und kannst ganz, ganz viel einstellen, ganz viel Drama erleben. Du kannst dich, ne, trennen, durch die Trennung kommen neue Sachen hinzu, die du dann spielen kannst, erzählen kannst, machen kannst. Und ich finde besonders schön, dass du anhand dieses Mods auch immer erkennst, was vom Mod ist. Also zum Beispiel hier, meistens ist es dann anhand dieser Bilder kannst du es erkennen und dann kannst du zum Beispiel deinen Partner bitten, dass er nicht mehr verhütet und so weiter und so fort. Aber dein Sim kann zum Beispiel auch über den Rechner auf Bestellung gehen und Empfängnisverhütung, den Arzt besuchen oder Wuhu-Schutz bestellen und sich verschiedene Dinge besorgen, die er braucht für sein Leben. Und ich kann euch sagen, dieser Mod, der bringt so, so viel tiefe Geschichte in dein Spiel. Viele neue Moodlets, viele, viele neue Texte und Gefühle und hier kannst du wirklich das komplette, realistische Alltagsleben spielen und damit deinem Sim viel, viel mehr Leben einhauchen. Ich habe auch zu diesem Mod ein Video gemacht, so wie zu jedem einzelnen Modul des Mods und auch das werde ich euch wieder oben sowie unten verlinken. Platz Nummer 8, der Schaltwurf-Mod. Ja, was gehört zu einer guten Sims-Geschichte? Natürlich eine Schwangerschaft deines Sims. Aber die Geburten sind nicht wirklich realistisch und das können wir dank dieses Mods ändern. Denn sobald dein Sim schwanger ist, kannst du im Telefonmenü auf den Bereich Geburtshelfer anrufen gehen. Dann kriegst du dieses schöne Menü und kannst entscheiden, möchtest du, wie im Spiel es vorher war, über die Chirurgenmaschine gebären, möchtest du eine natürliche Geburt, möchtest du einen Kaiserschnitt oder möchtest du eine Hausgeburt. Und alle diese Geburten sind super realistisch. Beim Kaiserschnitt hast du eine Narbe unten, kannst zugucken. Bei einer natürlichen Geburt musst du manchmal Sims-Tage verbringen, bis der Muttermund groß genug ist und das Kind kommen kann. Und bei der Hausgeburt hast du zum Beispiel die Möglichkeit, dein Kind im Pool zu gebären. Kannst du dann eine Option wählen und hast dann auch die Möglichkeit, wenn es soweit ist, deine Hebamme für zu Hause anzurufen, die dich dann begleitet. Und danach hast du zum Beispiel die Möglichkeit, anhand von Formula Baby oder auch anderen Dingen, dein Kind individuell zu ernähren und auch mit dem Stillen dich intensiv zu befassen. Ein sehr, sehr, sehr schöner Mod, der einem sehr zu Herzen geht und tollen Animationen, die ich jedem ans Herz legen kann. Platz Nummer 9, der Playable Pets Mod. Und da kommen wir jetzt in den Bereich Tiere, denn
Ich persönlich finde es ultra nervig, dass wir unsere eigenen Tiere nicht mehr kontrollieren können. Dank dieses Mods könnt ihr aber jetzt auf eure Tiere klicken und auch sehen, wie es ihnen geht, was für Merkmale sie haben und sie auch steuern. Und das finde ich so wichtig in diesem Spiel und das macht mir persönlich viel mehr Spaß, weil ich einfach mehr Kontrolle über meine Tiere habe, sie anklicken kann, sie auch finden kann eben schnell und sie somit besser im Spiel einbinden kann. Platz Nummer 10, der Go-to-Walk-Mod von Lil Miss Sam. Ihr kennt es wahrscheinlich auch. Es ist so oft so, dass eure Tiere ständig raus müssen, ständig auf Toilette müssen, aber irgendwie, sie kriegen es nie alleine hin. Sie jammern, sie mauzen, sind ständig unzufrieden, aber du als Sim hast einfach gerade super viel zu tun und keine Zeit. Dank dieses Mods kannst du jetzt auf dein Tier klicken und in den Bereich Tierpflege. Und dann hast du einen neuen Reiter, der heißt Spazieren gehen. Dann kannst du die Zeit einstellen und kannst sagen, okay, ich möchte, dass entweder mein Kind mit denen spazieren geht oder ich möchte, dass meine Tiere einfach alleine spazieren gehen. Dann klickst du auf alle Tiere, auf okay. Und deine Tiere verschwinden in einem Rabbit Hole. Und wenn du jetzt guckst, siehst du, dass sie 30 Minuten spazieren gehen. Das Beste daran, wenn sie nach Hause kommen, sind ihre Bedürfnisse wieder erfüllt. Das heißt, sie machen sich in der Zeit sauber, sind unterwegs. Und du als Sim kannst deiner Geschichte nachgehen und musst dich um nichts kümmern. Du kannst aber genauso sagen, ich schicke mein Partner mit den Hunden los, dann geht der Partner mit in dieses Rabbit Hole. Das ist für mich ein absoluter Gamechanger, weil so ist es mir persönlich mehr Spaß, mit den Tieren zu spielen. Und ich kann immer variieren, je nachdem, wie meine Geschichte gerade ist, ob ich diesen Mod gerade gebrauchen kann oder nicht. Ja, das sind meine persönlichen Top 10 Mods, die ich nicht mehr missen möchte und die ich euch absolut ans Herz legen kann. Schreibt mir doch mal jetzt in die Kommentare, was dein absoluter Lieblingsmod ist und wieso du den nicht mehr missen möchtest. Und wenn du noch andere coole Mods kennenlernen möchtest, dann schau doch mal hier oben vorbei. Da hinterlasse ich dir eine ganze Playlist mit Mods, die du bestimmt noch nie gesehen hast. Oder guck dir das Video unten an, wo der Algorithmus sagt, das könnte zu dir passen. Lass auch gerne ein Däumchen nach oben und ein kleines und kostenloses Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Fühl dich umärmelt, deine Rania. Ciao!